Es ist wirklich schön, hier zu sein. Es ist immer schön, hier zu sein. Es ist heute mein dritter Auftritt. Das heißt, es gibt Sex. Das finde ich gut. Also, wer möchte... Backstage ist kühl. Das ist immer ganz gut. Ich finde es auch gut, dass wir mit einem Alkoholiker angefangen haben. Dann kennt ihr bestimmt schon so einige Stories und es ist schön, wenn man dann auch ein bisschen was dazu beisteuern kann. Weiter zu diesem Alkoholthema. Es ist ja Freitag. Ihr habt hoffentlich schon viel getrunken. Das kommt mir zugute, denn ich bin lustiger, wenn ihr besoffen seid. Und das ist einfach schön. Ja. Ich war neulich mit einem Kumpel auf einer Party. Er sternhagelvoll, er ist wirklich ein sehr schöner Mann, muss man sagen. Absoluter Weiberheld, steht total und immer hat jede Woche eine andere. Das ist total geil. Und wir waren aber auf dieser Party und die war von seinem Kumpel, auch ein sehr schöner Mann. Ich muss sagen, ich bin so dieses, bei uns ist es ein bisschen anders. Bei mir ist es ein bisschen so wie bei den Frauen. Ja? Da gibt es halt den ganz Hübschen und der hat immer so... Die hat halt immer so eine dicke, hässliche Frau. Ja, einfach die dicke, hässliche denkt sich so, ja, oh, voll toll, weil das ist ja voll schön und so. Die hängt mit mir ab, da bin ich voll geehrt. Und die Schöne denkt sich so halt so, na, wenigstens bin ich hübscher als die. Ja? Es ist leider so. So ist es bei uns auch. Ja, es ist in Ordnung. Ich bin vollkommen zufrieden damit, dass ich der kleine, dicke Troll bin. Das ist super, weil ich freue mich. Ich kann dann einfach abgreifen, was abfällt, ja, das ist in Ordnung. Das Problem ist nur, dass an diesem Tag das reine Würstchenfest war, ja, es waren nur Typen da und mein Kumpel war sternhagelvoll und auf einmal sagt er zu mir, Lu, ich muss dir was sagen, dieser Typ da hinten, den finde ich echt geil, könnte ich mal eine Ausnahme machen? Ich habe gesagt, tut dir keinen Zwang an, für mich ist das in Ordnung, wenn du das möchtest, mach das, ja, und ich hatte keine Ahnung, wie man spricht, weil es waren überall Typen, ja, und er torkelt so langsam los und plötzlich dachte ich mir, ich glaube, ich weiß, auf wen er zusteuert. Ich dachte mir so, ja, doch, die beiden, die sind füreinander geschaffen, die sind füreinander bestimmt, ja, und sie kommt sich immer näher und diese Spannung und es knistert und sie sind kurz vor dem Kuss und BÄM knallt er mit dem Kopf gegen den Spiegel. Mann, war das geil! Boah, hatte ich halt Spaß. Nee, das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Ich kann das auch voll genießen, weil ich nämlich gar keinen Alkohol trinke. Ich weiß, das ist ganz traurig. Die Leute fragen dann immer, warum trinkst du keinen Alkohol? Warum trinkst du keinen Alkohol? Ich sag dann immer, warum nimmst du kein Heroin? Warum nicht? Warum nimmst du kein Heroin? Komm, das ist nur ein Schuss. Das macht dich schon nicht süchtig. Das ist in Ordnung. Das kannst du schon mal machen. Ja, ich meine, es stimmt auch nicht ganz. Ja. Es ist nicht so, dass ich gar keinen Alkohol trinke. Ich habe dann irgendwann tatsächlich damit angefangen. Aus beruflichen Gründen. Ja, es ließ sich einfach nicht mehr aushalten. Man muss es so sagen, ich habe eine neue Arbeit angefangen und war dann da und habe dann so nach 2 Wochen habe ich so dieses dringende Bedürfnis gefühlt. Also eigentlich habe ich schon am ersten Tag gedacht, so Alter, das hältst du nicht aus ohne Drogen. Irgendwas musst du machen. Ja, dann habe ich Kollegen angesprochen, habe zu dem gesagt, Mann, ich muss dir was gestehen, ich habe das dringende Bedürfnis, mich zu besaufen. Und er sagte, also er guckte mich an und sagte nur so, du bist nüchtern? Alter, das kannst du nicht machen, in 6 Monaten hast du einen Burnout. Alter, du musst sofort was trinken, du kannst nicht nüchtern zur Arbeit kommen, was sollen die Kollegen von dir denken? Und dann hat er mir seine Notration gegeben und ich habe mich besoffen und plötzlich hat die Arbeit richtig Spaß gemacht. Es war richtig geil, muss man sagen, weil ich habe mit Kunden zu tun. Ja? Mit schlimmen Kunden. Also es gibt Assis und dann gibt es schlimmere Assis. Und es ist halt nicht so schön. Ja, man hat dann schon so ist es wirklich erträglich. Ja, man hat viel zu lachen auf einmal. Und aber es ist auch, ich meine, ihr kommt ja wahrscheinlich alle so aus einer großen Stadt oder wart mal in einer großen Stadt, also im Moment seid ihr in einer großen Stadt. Und da ist es schon erstaunlich, wenn ihr wirklich gedacht habt, dass einer von uns nüchtern wäre. Ja? Ich habe euch gar nicht gesagt, was ich mache, ne? Ein Taxifahrer. Ja.
Es ist einfach angenehmer. Ja? Ihr werdet jetzt sagen, was? Er fährt Taxi und trinkt Alkohol. Dann verliert er doch seinen Führerschein. Da habt ihr recht, wenn ich einen hätte. Ja? Den muss man nämlich abgeben, wenn man seinen Taxischein bekommt. Ja, man geht nichts an da zu der Ausgabestelle und dann heißt es, ja, bringen Sie Ihren Personalausweis, Ihren Führerschein mit und so, wenn Sie einen haben. Und dann gibt man beides hin und kriegt dann den Taxischein und den Personalausweis zurück. Und wenn man es nicht weiß, dann fragt man erstmal, und mein Führerschein? Und die gucken halt an. Den siehst du nicht wieder. Glaub mir. Und da war ich ja noch nüchtern. Ich hatte keine Ahnung, was sie von mir will. Ja? Ich dachte so, was ist denn, Aber ich kann sie wirklich gut verstehen. Ja? Man fährt auch einfach viel erleichterter, wenn man weiß, man kann den Führerschein nicht verlieren. Ja? Du kannst einfach fahren, wie du willst. Und dabei lernt man auch etwas über Deutsche. Ja? Das ist so... typisch deutsch, Deutsche lieben ihr Auto und deswegen ist es auch so typisch deutsch, dass man sich beim Autofahren fühlt wie der König. Ja? Und wenn man dann, und das mache ich natürlich sehr gerne, mal jemanden schneidet oder die Vorfahrt nimmt oder was auch immer, ja, dann ist es so, dass man, dass es eine deutsche Angewohnheit ist, dass man dann rechts neben den Gegner fährt, bis man neben dem ist und so lange neben dem bleibt, bis er zu einem guckt, damit man ihm zeigen kann, was man von ihm hält. Wenn man Formel 1 guckt, kann man das sehen. Andere fahren vorbei und machen nur sehen, ja, während Sebastian Vettel so lange wartet, bis der andere auch guckt, ja, und neben dem herfährt und dann vielleicht auch nochmal Stoß mitgibt. Ja. Und so ist das in Deutschland, die Leute fahren dann vorbei, aber da gibt es eine ganz einfache Regel. Ja. Wenn ihr wisst, ihr habt jemanden die Vorfahrt genommen, versehentlich oder mit Absicht, ja, dann müsst ihr es einfach mal machen, wenn ihr schon merkt, der kommt nah. Ja, und er ist so kurz, bevor er euch sehen kann. Denn er wird euch angucken. Ja, einfach mal das Lenkrad nehmen und... Der fährt nicht mehr lange neben euch. Kann ich euch sagen. Ne? So, Mann, da ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Ja, aber wenn irgendjemand von euch nachher zu betrunken sein wollte, zum Fahren, ihr findet mich an der Bar, fragt einfach nach dem Henker am Lenker und ich fahre euch nach Hause. Ja, macht's gut!